eigentlich diese Seite zum ersten Fehler. Wir müssen noch einen kleinen Augenblick uns gedulden. Noch ist die Wertung nicht fertig vom Rennen Nummer 2. Also fahrt gemütlich mal eine Runde hoch und dann stellt euch wieder auf. Ja. So, schon die erste Runde absolviert. Schauen wir auf den. Super, Raffi, weiter los! Ja, von Alpenrose Wülflingen und Steffen Hauschel, ebenfalls Wülflingen. Wülflinger haben in diesem Jahr neue Trikots. Das Bank wird eingeführt von der Startnummer 77. Dann die Lose. Komm, alle weiter vor! Ja, Axel hat gut gemacht. Die Startnummer 10. So, wir kommen jetzt zur Spitze zur Annahme. Ja, ich dachte, wir haben jetzt Abnahme. Was? Das ist der Markus Schepp aus Tullingen. Wird angeführt von der Startnummer 53. Mit der 53, das ist der Carlos Lombrera. Leiter Ulrich Bock und der Vorsitzende des Veranstalters Erfurt durchaus Richard Bekanter. Wir gratulieren zum Sieg. Das war ja quasi ein Quartett, das sollte das kleine Finale bestimmt haben. Und da sind wir in 19 Punkten. Matthias Kaschio von der Alpenrose Wülflingen. Matthias, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt als vierter Trikot über den Streifen. Warum siehst du das aus? Den vierten im Bunde wollen wir nicht vergessen, das war der Steffen Hauschel, ebenfalls Alpenrose Wülflingen. Das ist ganz so schlimm. Und die Vieren kann ich gleich sagen, sind gleich bei der Stadt. Also, Kollegen, Gratulation mit 19 Punkten Sieger im kleinen Finale. Matthias Kaschio, Alpenrose Wülflingen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. An zweiter Stelle mit 16 Punkten. Benjamin Koch vom TSV Metzingen. Benjamin, ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ich meine, die direkt vom Ersten. Da bringt schon die Rakete immer her. Und der dritte Runde mit 11 Punkten vom LSV 06 Rathein. Michael Probe, Michael auch wieder, herzlichen Glückwunsch. So, unsere drei. Und der nächste, Matthias Kapp.